Lust auf neues Gameplay und neue Interaktionen in deinem Sims-Spiel, die dir viel mehr Spielspaß ermöglichen und neue Geschichten? Ja. Dann bist du in diesem Video richtig. Denn ich stelle dir heute drei Mods von der lieben Maple Bell vor. Einmal den 100 soziale Interaktion, mehr Küsse und mehr Merkmale. Und dieses Video sehe ich ein bisschen als Beispiel für dich, was ein Creator, wenn ihr dem kostenlos auf Patreon folgt, schon möglich ist im Spiel und wie viele andere tolle Mods man noch so entdecken kann. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare oder per E-Mail oder auch bei Instagram mich an für eure Mod-Ideen. So, wir sind jetzt im Spiel bei der lieben Familie Hajo. Die besteht aus Papa, Mama und den beiden Kindern. Und das Erste, was wir jetzt hier haben, ist neue Merkmale. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich vermisse das. Ich vermisse es unglaublich. Ich finde, wir sollten viel, viel, viel mehr Merkmale haben. Wir haben jetzt zum Beispiel so Merkmale wie aufrichtig, ernst, feige, herzlos. Und das hat ja auch immense Auswirkungen auf dein Spiel. Stoisch. Das heißt, hier schwanken die Emotionen sehr stark. Verwöhnt. Dieser Sim wird alles geben, aber es ist nie genug. Draufgänger. Dauerhaft. Das ist für euch vielleicht praktisch, weil diese Sims kaum sterben vor Hunger oder sie können ihre Blase länger halten als die meisten Sims. Sehr praktisch im Gameplay. Dann haben wir auch logisch. Listig. Also sehr hinterhältig. Pompös. Sims, die denken, sie seien besser. Sexist. Wertend, unversöhnlich, wunderlich. Also ganz, ganz viele neue Merkmale. Keine Sorge, ich habe sie auch alle übersetzt. Und ihr könnt sie auch unten bei mir runterladen. Ich würde sagen, wir sagen einfach mal, sie ist sehr listig. Aber sie ist auch pompös. Kommen wir zu einem weiteren Mod, den ich total toll finde. Denn es ist meiner Meinung nach sehr schwer, neue Animationen im Spiel zu kriegen. Die beiden sind jetzt hier unsere Teenies, die gerade frisch zusammengekommen sind. Und normalerweise haben wir ja gerade als Teenager immer nur dieselben langweiligen Dinge, wo man denkt so, ja komm, rumschmusen, ne? Sie küssen sich ein bisschen. Nein, liebe Freunde, es ist mehr. Aber wir haben jetzt einen neuen Reiter, der nennt sich Mehr Küsse. Und dort haben wir unglaublich viele neue Küsse und Animationen. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an und nehmen den sengenden Kuss. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade, was mich erwartet. Ui, 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 ui. Die Geräusche. Ich kann gar nicht aufhören hinzustarren. Tut mir leid, ihr habt gerade null Privatsphäre, aber auch wie lange der geht. Oh, der war so schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Noch einen. Dann nehmen wir greifen und küssen. Nein, du sollst nicht in dein Handy gucken. Küssi. Du musst mit den Wimpern klimpern, so wie ich. Du musst die Lippen spitzen, so wie ich. Der gilt sogar als allererster Kuss. Wie schön ist das denn? Oh, das ist so schön. Eieiei, ist das schön. Ich komme nicht klar. Ich will noch mehr. Ich will alle Küsse. Also, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, ist das eine, ja, neue Möglichkeit für euch, neue Animationen im Spiel zu erleben und neue Küsse auszuprobieren. Und ich finde, es sind so kleine Dinge im Spiel, ne? Die machen das Spiel einfach aufregender. So, die bringen mehr Gefühl rein, mehr Interaktion. Ich werde jetzt einfach mal die Küsse mit euch durchgehen, weil es mich interessiert. Warum nicht? Was ist denn das? Dann geht hier hin. Warum habt ihr keinen Platz? Jetzt haben sie keinen Platz zum Küssen. Als ob sowas in echt passieren könnte. Draufdrücken und küssen. Ganz einfach. Gib mir den rasenden Kuss. Meine Güte. Unterwegs würde ich ja sagen, Leute. Schönen Abend noch, ja? Schaffen, ne? Umarmung mit Überraschungskuss. Sie hat nämlich da auch... Ach du liebes Bisschen! Oh, verliebt. Oh, stark ist die Lady. Sehr coole Animation.
ihr Arm glitscht in sie rein. Das ist so wunderschön. Oh, eigentlich süß, aber... Entschuldigung. Sieht gut aus. Es ist wunderschön. Wild? Jetzt glitscht er. Jetzt glitscht sein Arm. Och, es ist nicht schön. Die beiden verdienen sich. Also, ihr habt schon mal gesehen, entdeckt die anderen Küsse selber und schreibt doch auch mal gerne in die Kommentare, welcher Kuss euch am besten gefällt. Dann haben wir noch neue, bis zu 100 neue soziale Interaktionen. Die schauen wir uns mal an. Damit der richtig funktioniert, solltet ihr auf jeden Fall eine höhere Freundschaftsleiste haben. Also am besten bei Freundschaft 80 und höher. Manche Dinge werden aber auch erst freigeschaltet, wenn ihr euch zum Beispiel streitet. Dann kann es sein, dass Dinge freigeschaltet werden, die ihr vorher im Spiel nicht hattet. Und dann habt ihr halt die Möglichkeit, wenn ihr die verschiedenen Reiter durchgeht und mal schaut, dann habt ihr einfach mehr Auswahl in den verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, besprechen Sie Mobbing in der Schule. Oder auch bei Witze, mache dich über Mitschüler lustig. Natürlich können aber auch Eltern mit ihren Kindern, zum Beispiel, fragen Sie Kind nach dem Liebesleben. Und ich finde es eigentlich gut, dass alle diese Sachen, die man jetzt neu dazu hat, ganz entspannt mit im Menü drin sind. Das heißt, ihr könnt einfach ganz normal euer Spiel spielen, eure Bereiche durchgehen und dementsprechend passend was auswählen. Nur, dass ihr jetzt einfach mehr Auswahl im Spiel habt. So, und das Schönste ist halt, je nach Moodlet, je nach Empfindung, kann sich alles drehen. Das heißt, wenn zum Beispiel sie aus irgendeinem Grund massiv traurig wäre, hätte er andere Interaktionen mit ihr, als wenn sie jetzt, wie es gerade ist, glücklich sind. Und ich finde, das sind so Kleinigkeiten im Spiel, die einem einfach mehr Möglichkeiten geben. Zum einen diese Kombination aus, mein Sim hat jetzt andere Merkmale, die Einfluss auf das Spiel haben und auf meinen Sim und auch auf mein Gameplay. Zum anderen die Interaktion, die man jetzt je nach Geschichte und Emotion, in der man gerade ist, anders machen kann. Aber auch das mit den Küssen zum Beispiel, dass der Sim ganz andere Interaktionen, Animationen hat, die mein Herz höher schlagen lassen, aber auch das meines Sims. Ich möchte last but not least euch mit diesem Video einfach nur nochmal zeigen, wenn ihr jemals mal irgendwo einen Creator gefunden habt, wie Spinning Plimbobs, Maple Bell, Little Miss Sam, wenn euch da Mods gefallen habt, dann guckt immer mal regelmäßig auf die Seite, ob sie neue Mods, ja, erschaffen haben, ob es neue Dinge gibt, die euch interessieren würden. Genauso möchte ich euch am Ende einen kleinen Geheimtipp mitbringen, für die wirklich meine Videos von Anfang bis Ende gucken. Denn EA arbeitet ja meines Wissens nach jetzt mit CurseForge zusammen. Das heißt, CurseForge bietet gewisse Mods an im Spiel, die wir dann aktiv runterladen können. Und was ich bei CurseForge so toll finde, sie haben eine Sims 4 Mods und CC Kollektion des Monats. Das heißt, ihr könntet jetzt aktuell auf den Monat Juni gehen und dann könnt ihr sagen, die Top 3 Must-Have-Mods. Habt ihr zum Beispiel hier ein einfaches Menü, ein Ranch-Starterhaus oder auch einen Sim. Ihr habt aber auch passend zum Vatertag-Special Vatertag-Mods und Posen und sonst was, die ihr passend zu der Jahreszeit, passend zu den Aktionen, die ja jetzt im Juni waren, sind. Und ganz unten noch die meist, also die beliebtesten, populärsten Sachen derzeit. Das sind zum einen die Sneakers, die sozialen Aktivitäten von Little Miss Sam sowie das Haar von Gigi Sims. Wenn euch davon irgendwas interessiert, könnt ihr es euch entweder angucken oder installieren. Und so könnt ihr, wie richtig schön entspannt, die Monate mal durchgucken, habt insgesamt 9 Sachen im Überblick, gucken, ob euch da irgendwas von gefällt, runterladen und benutzen. Ich liebe es, ich nutze es sehr gerne. Ich gucke da auch gerne mal jeden Monat rein, gerade was auch so aktuell ist. Februar passend zum Beispiel. Liebe Valentinstag. Schaut da mal rein. Bin sehr gespannt, was eure Meinung ist zu diesen 3 kleinen Mods. Falls du noch einen coolen Mod entdecken willst, dann schau doch mal da vorbei. Oder hier. Dann feed YouTube dir ein Video. Fühl dich umärmelt, deine Rania. Ciao.